Endlich ist es soweit. Endlich ziehe ich in meine neue Wohnung. Oh, hallo liebe Leute. Mein Name ist Mirabelle. Aber ihr könnt es einfach auch Bella zu mir sagen. Ich ziehe in eine neue Wohnung und ich habe mir gedacht, was ist, wenn wir gemeinsam der Wohnung ein Makeover geben? Das heißt, wir machen eine hässlich alte Wohnung zu einer wunderschönen neuen Wohnung. Was haltet ihr davon? Wenn euch das Video gefallen wird und ihr wollt, dass wir weitere solche Videos machen, dann bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und da sind wir auch schon. Ich wohne nämlich in den ersten Stock und ich musste jetzt die Stufen raufgehen. Ich war noch nie in der Wohnung. Na, schauen wir mal, wie sie ausschaut. Sie ist... Oh, das ist ja urschier. Oh, da ist ein Loch am Boden und so viele Flecken und oh, das Badezimmer, das ist ja ekelhaft. Oh, das Klo. Das stinkt. Da ist eine braune Wurst am Klo. Ekelhaft. Nein, die Küche. Ich habe noch nie so was Ekliges gesehen wie... Oh, und da soll ich einziehen? Nein. Och. Das ist das Esszimmer. Schau dir mal die Stühle an. Und das Schlafzimmer. Oh, sogar grüne Flecken auf den Wänden. Wäh, was ist das? Das ist ekelhaft. Oh, was ist, wenn wir gemeinsam diesem Haus ein kleines Makeover geben? Dafür müssen wir mal alles rausgeben, was wir nicht haben wollen. Und das ist einfach alles. Boah. Und als erstes kommen mal grüne Pflanzen. Denn eine Wohnung schaut immer schön aus, wenn Pflanzen drinnen sind. Dann habe ich natürlich meine Kommode, mein Kasten, eine Lampe, ein Spiegel, noch mehr Grünzeug, mein Bett. Und ich liebe Vorhänge um meinem Bett herum. Dann ein bisschen noch Deko und ein Bild noch. Genau, und dann natürlich meine Pyjama und einen kleinen Schreibtisch. Ich liebe es, am Boden zum Sitzen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich habe einfach so einen kleinen Tisch mit Polstern, um auf dem Boden zu sitzen. Und ich liebe rosa, deswegen werden die Wände rosa. Und was für ein Boden passt besser? Oh, der ist doch schön. Ja, das gefällt mir. Ach, das schaut schon mal tausendmal besser aus wie vorher. Findet ihr nicht? Ah, ich bin schon sehr zufrieden. Gefällt euch mein Schlafzimmer? Okay, gehen wir weiter zum Esstisch, also nein, nicht Esszimmer, also Speisesaal eigentlich oder Speisezimmer und zur Küche. Das wird alles in einem sein, weil dieses Zimmer ist so groß. Ich finde, das passt schon, wenn alles in einem ist. So, wir machen mal den Boden und die Wände. Ach ja, das ist eine schöne Farbe. Und dann mache ich einen doppelten Kühlschrank, weil ich liebe es zu essen und ich liebe viel Essen. Deswegen mache ich den Kühlschrank doppelt so groß. Und dann natürlich genug Kästen und Kommoden, damit ich dort genug Essen und Teller und alles reingeben kann. Und dann mache ich hier so mein Esstisch, genau, ein bisschen Deko noch, wieder Pflanzen. Pflanzen sind sehr wichtig, denn so wirkt eine Wohnung mehr lebendig, wenn Pflanzen drin sind. So, und jetzt noch einen Teppich, einen großen. Einen großen Teppich mache ich immer aus drei normalen Teppichen. Und das war's auch schon. Wie gefällt euch mein Speisesaal? Also meine Küche eigentlich. Und das hier ist die Küche. Seid ihr zufrieden? Ich finde, es ist sehr schön geworden. Gefällt ihr euch? Schreibt es bitte in die Kommentare, falls euch das Zimmer gefällt. Aber ich muss sagen, ich bin schon sehr zufrieden. Okay, machen wir weiter. Jetzt kommt das Badezimmer. Das ist ekelhaft. So, als erstes kommt natürlich ein bisschen Grünzeug und das Klo und ein Waschbecken und natürlich meine Hygieneprodukte, ganz wichtig, und noch mehr Grünzeug, weil, hallo, noch mehr Grünzeug. Ich glaube, ich mag Grünzeug. Dann noch zum Duschen, genau, mein Handtuch und meinen Bademantel und genau, ein Teppich noch, weil wenn man will ja nicht auf dem eiskalten Boden stehen, wenn man nass ist. Ist das nicht ein schönes Badezimmer? Schaut aus wie in einem Spa. Wart ihr schon mal in einem Spa? Jetzt fehlt nur noch so Musik vom Wasserrauschen oder so. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Badezimmer. Ah, dann freue ich mich schon, das Wohnzimmer zu machen. Komm, machen wir gemeinsam das Wohnzimmer. Jetzt geben wir mal diese ekelhaften, fleckigen Sachen weg und diese... Oh, alles ist schier hier. Okay, das Erste, was wir machen, ist mal wieder den Boden und die Wände. Hm, was nehme ich da? Oh ja, das ist schön. Dann werden die Wände mit Gemälden gemacht. Wieder Grünzeug, ganz wichtig. Ein Kasten, noch ein Teppich, noch mehr Grünzeug, ein Sofa. Wow, die sind sehr schön. Und zum Tee trinken, sehr schön, wenn Gäste kommen. Und noch mehr Grünzeug. Und das war's auch schon. Easy breezy. Wie gefällt euch mein neues Zuhause? Ach, ist das nicht... Es schaut so gemütlich aus. Und was ist hier draußen? Oh, ich habe ja einen Balkon. Da kann ich ja chillen mit meinen Freunden und mit meiner Nintendo Switch spielen. Oh. Und falls ihr euch wundert, ja, dieses Haus und ich
sind für eine neue Story. Könnt ihr erraten, vielleicht um was es in dieser Story geht oder habt ihr auch Ideen? Dann schreibt uns das bitte in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass ihr wisst, um was es in dieser Story geht. Okay, wenn ihr wisst, worum es geht, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin ganz neugierig. Und falls euch dieses Video wirklich gefallen hat, dann bitte abonniert den Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch. Damit unterstützt ihr uns sehr, sehr stark. Also vielen Dank. Und jetzt zeige ich euch nochmal die komplette Wohnung ganz langsam. Dann könnt ihr Screenshots machen und wenn ihr wollt, könnt ihr das Zimmer, also die ganzen Zimmer, nachbauen, okay? Also ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Also, welches Zimmer hat euch am besten gefallen? Ich weiß nicht warum, aber ich liebe einfach das Badezimmer. Also mein Zimmer ist wirklich das Badezimmer. Na jedenfalls bedanke ich mich, dass ihr euch das Video angeschaut habt und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Story. Ich verlinke euch die ganze Story natürlich auch in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Wie ihr gemerkt habt, ist das ein etwas anderes Video, wie wir es sonst machen. Aber falls ihr diese Videos mögt und mehr von diesen Videos sehen wollt, dann könnt ihr uns das zeigen, indem ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Und wie jedes Mal bei unseren Videos ist es heute auch nicht anders. Ich bedanke mich bei unseren Superfans. Als erstes bedanke ich mich bei der lieben Sonja. Sie ist so ein Riesenfan von uns, dass sie jetzt Sonja Tokatoast-Fan heißt. Vielen Dank, Sonja. Und schon wieder zwei. Tokatoast-Fan und Emma Tokatoast-Fan. Beide haben einfach unser Profilfoto als ihr Profilfoto genommen. Vielen Dank, ihr seid so cool. Ich kann einfach nicht glauben, dass ihr wirklich unser Profilbild als euer Bild genommen habt. Ich finde das so cool. Danke. Als nächstes grüße ich Lana und ihre Schwester Alice. Vielen Dank, dass ihr unseren Kanal abonniert habt. Und vielen Dank, Laura, dass du dich jedes Mal freust, wenn ein neues Video kommt und du den Videos auch immer einen Daumen hoch gibst. Vielen Dank, Laura. Und wenn ihr im nächsten Video gegrüßt werden wollt, dann bitte schreibt einen lieben Kommentar, abonniert den Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wenn ihr Glück habt, grüßen wir euch im nächsten Video. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und ihr Leute, ihr wisst, was jetzt passiert. Und zwar, ich singe euch ein Lied, aber vorher habt ihr das Tokatoast-Symbol gefunden, was ich euch in dem Video versteckt habe? Wenn ja, schreibt mir das bitte in die Kommentare, wo er ist. Und jetzt macht euch bereit. Holt euch Taschentücher, denn bald werden eure Ohren anfangen zu bluten, weil ich anfangen werde zu singen. Dieses Lied widme ich übrigens einer ganz besonderen Person. Und zwar dem besten Basketballspieler überhaupt. Und zwar Cristiano Ronaldo. Ich hoffe, du gewinnst dein nächstes Eishockeyspiel. Also, macht euch bereit. Also, Cristiano Ronaldo, das ist für dich.